Nein! Nein! Da kommen sie. Ich komme mal wieder nach oben. Ne? Da, da ging's nach oben, genau. Du kannst ihn nicht sehen, aber die Augen auf, du Fritzchen. Da! Und ich finde auch einfach das Visier von den ganzen Waffen und so ist auch hammergeil. Ja, genau, wie das jetzt auch gerade. Ist ja auch hammergeil. So, du Wichser, jetzt komm mal her. Wo bist du, Pussy? Komm, dass er gleich zu dir gelaufen kommt, weil er mich nicht mehr findet, weil er runtergeflogen wird. Nein, aber extra auf mich gewartet, so ein Meter, ja? Das, Alter. Kopfschuss, sag ich dir. Wenn man uns Teller findet, ich sage, muss Kopfschuss. Schläge Sachen mit der Granate, Granate, genau. Mit Pistole darunter schießen. Also. Oh fuck. Was am besten, ich übernehme den großen, ja. Was am besten gegen große Gegner hilft, sind Pistolen, Fettmamas. Da kannst du nichts falsch machen mit. Wo ist der? Der läuft gerade die Treppe hoch. Da kannst du echt persönlich, finde ich persönlich nichts falsch machen. Weil die sind genau wie Minigranaten fast. Die sind, siehst du? Schon ist er weg. Natürlich auch wegen dir, aber die Fettmamas, auch die Beschreibung von den Fettmamas, ne? Fatboys war. No, da gab es einmal Kugeln in Kugeln. Diese Patronen sind Kugeln in Kugeln in Kugeln und alles geht gleichzeitig los. was haben wir noch? Ah ja, genau. Fatboys sind doppelt so dick wie normale. Fettmamas doppelt so dick wie Fatboys. Wenn Mama es nicht regelt, dann lauf. Also ich fand auch die Beschreibung, ne, fandst du ja auch, ziemlich witzig von den ganzen Sachen. Hat sie echt Mühe gegeben. So, das war's. Scharfschützengewehr ist alle. Und ich finde persönlich, das Spiel sieht auch ziemlich gut aus, oder? Ich mag das eben, dieses Stil, so dieses Alter, das passt einfach zu Rage, wenn man Rage kennt. Das ist so ein bisschen Apokalypse-mäßig. Ja, doch, kommt hin, ne? Ein bisschen Apokalypse ist das schon. So. Ich hab ein Bombenauto gehabt, fällt mir gerade ein. Wer kann es benutzt? Ha, ja. Hab ich mich erschrocken, Alter. Ah ja, stimmt, das jetzt nicht diese Waffe gefunden hätten. Sie haben eine Menge Respekt vor denen, sonst hätten sie es ihm nicht gegeben. Die Waffe jetzt, ne? Also. Ja, guck mal, ist doch schön. Insgesamt haben wir gefeiert. Yeah. Das ist ja ganz schön eigentlich auch nicht. Ich habe aus Versehen immer einen Defibrillator genutzt, glücklicherweise. Aber es war nur, weil da bist du einfach so im Effekt, weißt du, dann. Sammelobjekte waren diese Masken, kann man auch sammeln, ne? Genau, das haben diese Masken. Ja. Yeah. Also macht wieder richtig Bock, wenn ich ehrlich bin, ne? Ja. Ja, ich hab, wir haben, glaube ich, fast das Ganze durchgespielt schon einmal, ne? Können wir ruhig sagen. Und, wenn du zwei Spieler machst, dann ist es immer so, naja. Das bedauerlicherweise, der zweite, das immer nicht gespeichert wird, das heißt, bei mir kann man das so zeigen. Ja. Karriere. Das habe ich schon alles an Emblem. Also ist nicht viel, wenn man sieht, was dann alles kommt. Jetzt zum Beispiel gibt es Schwierigkeitsgrad, Albtraum, Chrysidien und alles und dann, ne? Ich habe das Spiel noch nicht online gespielt, muss ich leider zugeben, sind wir schon, ne? Leider. Warte mal, ich glaube, haben wir nicht alle mal durchgespielt? Können wir dazu gucken. Was haben wir? Bis dahin, ein neues Spiel zu die Legende. Oh, das haben wir nicht geschafft, ne? Genau, das war das, was wir nicht geschafft haben. Sind wir schon hier, ja, dann schaffen wir. Ah, jetzt kommt. Bisschen, ne? Doch hier, wie hieß denn die Fernsehserie? Ich weiß es nochmal, also können wir uns nachgucken. Monster Bash TV. Genau, Monster Bash. Wie, kannst du was gelesen oder? Erste Staffel Folge 1 stand da, glaube ich, in der Beschreibung. Genau, Mutant Bash TV. Mutant Bash TV. Und der Mann vom Mutenbash TV ist der da. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe ja Mutenbash TV schon gemacht. Also ich finde es. Ne, da warst du ja auch dabei, haben wir auch schon mal, ne? Hast ja auch schon mal so ein Ding alleine gemacht und es ist echt nicht leicht. Also vor allem so gut die Sachen, die dazu für die Kampagne machen muss, die ist noch einigermaßen Pillepalle. Aber wenn du jetzt wirklich nochmal dahin gehst und Kohle zusammen und so, du kriegst da wirklich schon gut Geld. Aber es ist trotzdem noch ganz schön schwer. Ja.
Aber es macht Bock, ne? Also es macht mir wieder richtig saumäßig viel Bock, das Spiel, ey. Es regnet. Scheißegal, Bruder. Au. Warte. Kalte Hand plus Ring. Ja, ich trage ja zwei Ringe, einmal einen Totkopfring, einmal einen Beziehungsring. Die Show war nicht immer so eine ausgefeilte Produktion wie heute. Wie kitschig. Weißt du, wie Hammer, beste Show der Stadt. Stimmt! Wir haben ja jetzt Selbstschussanlage alles gekriegt, glaube ich, ne? Der kann mir auch so ein bisschen mal zeigen. Ich versuche nicht mal das Bombenauto zu benutzen. Obwohl das hierbei ziemlich schlecht geht. Mama! Mama! Mama, ich bin im Fernsehen! Mama! Felix! Mama, ich bin im Fernsehen! Halt die Fresse! Bruder! Jetzt mal. Oh, da müssen wir lang. Nein, da müssen stimmt. Wir lang. Nein, da müssen wir lang. Weil hier gab es dann nochmal Munition. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Halt! Alter. Und wie man jetzt auch gerade so schön sieht, die gehen auch wirklich an Wände entlang. Und wenn nur auf einmal so 20 Stück auf dich kommen und die springen an den Wänden entlang und du hast immer viel Munition, ist das echt schwer, die zu besiegen. Also ich schon nicht so ohne. Aber es macht wirklich unglaublich viel Bock. Oh, oh du Scheiße. Nee, das war's noch gar nicht mit dem. Trotzdem viel Schuss. Das ist ja noch okay. Nee, mit den Türmen, die jetzt rauskommen, war das, ne? Genau, jetzt kommen ja überall Türme raus oder so. Oha. Ja, und die werfen auch nach dir. Auch ziemlich fuck you ist. Nicht fuck you Goethe, aber fuck you Goethe. Fuck you Mozart? Mutant. Fuck you Mozart, Alter. Ja, fuck you Goethe. Fuck you. Mozart. Monitat. Oh nee. Moni Max Hart! Was? Ah! Alter! Ja, wie man sieht, es läuft bei uns schon wieder. Aua! Es wird immer besser! Was soll ich denn Joggles? Hab ich. Ja, ich hab Winsticks! Ich immer so zack und. Also, es sind so. Ja, wie sagt man das? Bumerang. Dreiläufige Bumerangs mit Klingen. Und man, die kommen meistens wieder zurück. Manchmal aber auch nicht. So, was meint ihr mit den Türen? Drauf eigentlich? Nein, darfst du nicht. Aua. Hau doch, du Pisser, Alter! Du Muschi! Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe irgendwie die AK viel mehr gemacht. Achso, in diesem Spiel gibt es übrigens auch noch AK. Es gibt überall eine AK. Man, die sind schon richtig zusammengebastelt. Also. Wir müssen ja gerade Waffen der Regierung. Ich hab gelesen, ne? Was du nicht? Ja, eine Mutter, Alter! Eine Mutter! Kind, ey! Geh doch mal drauf, ey! Du Jockel! Wo ist das hin? Alter, das ist ja richtig Kundschaft hier! Ich hab immer Kundschaft! Ich seh nicht! Ich laufe hier immer rum und dann pullen sie dann immer und irgendwann kann man eine Granate fast ganz in der Hand halten, dann wirft man ihn dann. Also ich glaube, das mache ich jetzt lieber nicht, weil ich habe das Feingefühl, glaube ich, nicht mehr dafür. Bam und weg bin ich. Ja. Stimmt. Aber mit dem Gorilla kommen wir sogar auch, glaube ich, gleich, ne? Wo diese Gorilla-Figur war mit den Klingen und sich so dreht. Hm. Hier war das, stimmt, wo man sich eine Munition kriegt und alles. So, erstmal alles durch. Das ist Sturmgewehr. Ah, das meine ich. Guck mal, jetzt haben wir jetzt hier die AK. Die ja, aber. Nee, gerade hatten wir die andere Waffe. Nein. Ich bin auch ganz am Anfang mit der AK rumgelaufen. Ja? Ja. Ja, du Schrotflinte und AK. Nee, ich meine nicht. Nein, ich meine jetzt. Du meinst in einer anderen Mission? Genau, in einer anderen Mission, Mann. Wir hatten eine andere Waffe, da hatten wir das mit dem Visier. Da haben wir normales. Aber ja, hier, wenn ich das Visier. Visier? Ja, guck mal, da haben wir das. Visier. Was ich meinte. Und hier. Oh, sogar mit Lithium-Munition. Ich bin ganz sicher. So, man kann ja immer sehen, unsere Anzeige für die Mini-Anwendung hier. Da steht immer drauf, wie viel und auch für die jeweils das haben. Da steht ja immer da die Munition. Das mache ich mit den Affen. Muss man echt aufpassen.
Und dann hier mit, was für Munition steht auch da und wie viel Munition noch Magazine, wie Munition noch allgemein hat. Und da drunter steht sind zwei Striche, das sind die Defibrillatoren. Ich würde jetzt wildes rumgeballert, wie die Amis. Wie hier bei Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Die schießen mit Amerikaner. Aua. Hallo Affe. Ich habe immer gehofft, dass ich ihn abschießen kann, dann hört er irgendwie auf zu drehen. Und nicht er. Auch, ach so, übrigens, diese Mutanten, ne? Wenn die Pech haben, dann werden die auch. Auch wenn wir Glück haben und die Pech, dann werden die auch von den Affen gekillt, ne? Also. Gibt genug, die da. Das fände ich jetzt ganz klorke. Nee, ist er, wenn du die runterschießt zum Beispiel, dann kann das passieren, dass er genau auf den Affen drauf fällt. Halt die Goschen, du Arsch, ja. Hallo, hinter dir, du Arsch. Ja, guck mal, wie der hier hängt. Oh, oh, geht weg. Guck mal, wie der hier hängt. So. Jetzt wird's auch passieren, dass die ihn noch abkriegen. Also, hier, pass auf, guck mal jetzt. Ah, hast du gesehen? Also, jetzt sind wir nochmal im Monitor gucken müssen. Ja, okay. Ich muss den noch mal verlinken, vielleicht, oder so, dass man das nicht mehr sieht. Ja, die haben jetzt gerade ganz schön abgebracht. Da, jetzt er zum Beispiel auch. Also, das ist. Das Geile wäre, wenn man für die Punkte auch irgendwas kriegen würde, weißt du, dass man seinen Mensch noch aufleveln könnte oder so, oder seine Waffen. Ach, sag mal, wie ist eigentlich im Black Flag mit den Aufleveln der Waffen? Da wollte ich noch fragen. Welche Waffen? Du kannst auch Waffen aufleveln, habe ich gelesen, im Black Flag. Irgendwelche Waffen. Du kannst das Schiff aufleveln. Ja, also den Jektor. Haben wir gesagt. Ja, ja, du kannst da zum Beispiel neue Kanonen hast kaufen. Hast du jetzt das Ding jetzt, selbst schießende Geschütz? Haben wir jetzt auch gesammelt? Mini-Anwendung einmal durchgucken. Windsticks, Granaten, Bandagen. Achso, okay, hast du noch nicht. Ich hab Windsticks, ja, Granaten. Ich dachte schon, wir hätten jetzt. Das sah grad auf jeden Fall so aus, aber. Oh, das ist schön. Das hat mir mal Spaß gemacht. Das ist. Du musst schießen. Genau. Normalerweise schießt du dann halt und wenn du den Totenkopf triffst, dann kommen Gegner und wenn du halt nicht triffst, dann kommen wir. Aber nee, je, genau, jetzt macht er es halt selber, weil halt. Mutter, ne? Ach, der brennt! Ich hab auch gemerkt, dieses. Ich hab gerade ein bisschen gelacht. Also ist ja nicht schlimm, oder? Ja, ich hab mich erschrocken auf einmal, Alter. Okay, ich hab jetzt dagegen geschossen, da passiert nichts. Also wir können uns nicht beeinflussen. Eben in der Story kann man das beeinflussen. Und dann habe ich es auch geschafft, ganz schön lange nur Kohle zu kriegen. Also das war schon nicht schlecht. Na gut, dann irgendwann wird sie ja immer schneller, dann triffst du einfach nicht mehr richtig. Und, ja. Du kriegst halt auch deine Kollegen hier raus, ne? Die werden auch nicht auf Fresse haben. Aber vorher hast du immer schon viel Money gemacht. Also, Monster Bash TV kann man ja sagen, da kann man schon gut Kohle machen. Aua. Ich hab auch gedacht, aua, fuck Gesicht, ey. Hey, du Fötzchen. Guck mal her, du, hier, Winsticks. Fuck, hast gesehen? Und jetzt habe ich die wieder. Das ist aber nicht immer. Aua, ich bin tot. Oh nein. Gruppe stirbt. Ich bin gleich bei dir. Ich gebe mir das größte Video. Weil ich geholfen werde. Aber ich bin auch. Sag, wenn ich ein Defi benutzen soll, ne? Bis ich mich jetzt auch beschütteln habe. Aber ich habe eine Bandage gehabt, eine Bandage reingehauen, war wieder voll da, weiß und dachte, bevor die mich wieder totgeschlagen haben, ey. Habe ich schon dreimal wiederbelebt. Die Mucke ist irgendwie, hat die Mucke gerade vollgepasst. Ey, Mann, das hat wieder richtig Bock, das zu zocken. Fatbox. Oh ja, gib mir die. Oh, ich liebe Fatbox. Jens liebt fette Jungs. Nein, das nicht. Also diese afrofitten Jungs. Oh, warte, da ist Munition, das habe ich nicht gesehen. Hier kann man auch irgendwo, glaube ich, genau. Du warst hier? Nee. Dead End. Oh nein, jetzt kommt diese Krake. Ach so, was auch ein geiles Minispiel ist, fällt mir gerade ein mit der Krake. Man kann auch Karten spielen.
Ja, so ähnlich wie Yu-Gi-Oh! Karten gibt's da. Man hat alle Gegner, alle Freunde als Karten und die haben verschiedene Sachen und so. Man kann auch richtig geile Karten spielen. Das ist mir gerade an wegen der Krake, weil ich die auch immer hatte. Die Karten findest du in der Story, sind immer ein bisschen versteckt. Okay, bring it on. Ach du Scheiße, stimmt ja, das war das mit dem Trocken, das warst du. Ja. Schießt du hier, mich ist in Ordnung. Das war ja hier mit Dingens, mit der Piste, die immer hochgeht. Ach, da wo die Scheiben stehen bleiben. Genau. Da wo die rot werden, dann gehen die erst ganz raus, dann gehen die ein bisschen wieder rein und dann. Aber ich bin einfach immer rumgelaufen, wenn ich getroffen wurde, dachte ich mir Scheiße. Weil du wirst so oder so irgendwann reintreten, weil du wirst auch geschlagen von den Viechern. Du wirst auch da reingeschlagen oft. Da, bis jetzt. Gehen die raus. Nein, nicht. Dann gehst du da raus und dann gehen die ein bisschen runter wieder und dann gehen sie rein. Jetzt gehen die raus. Ich dir sage, du musst gucken. Was ich auch mal ganz gerne machen, wenn ich mir den auf den Hals halten will, erstmal will ich es jetzt rein. Das ist doch nicht zu fassen. Ich glaube, ich stehe im Wald. Wenn du Winsticks, müsste wohl einigermaßen haben. Sag Bescheid, ja. Machst du das oder nicht? Ich mach schon. Das Geile ist mit dem Defibrillator, wenn man das schafft, das, also je nachdem gut zu machen, dann werden die anderen Gegner geschockt, wie man gerade sieht, und die werden auch sterben. Das ist genau wie schlecht. Hallo Jude! Hab ich eine Bandage? Ja, ich muss wieder. Aber das läuft schon mal ziemlich gut hier. Ich hab vielleicht doch wieder die Strohfüte genommen. Also mach die erstmal alle fertig. Schieß die erstmal alle ab. Bist du. Nehm erstmal eine Bandage. L2. Nee, L2. So eine Bandage nehmen. Erstmal schießt die erstmal alle um. Diese kleine Fleisch da. Treff den nicht vor, zu unkompetent. So important, ja. Inkompetent. Was ist fies wäre? Wir werden jetzt wieder überlebt und haut auf einmal jede Stachel rein. Ey, das wäre Hammer. Also diese Defibrillator schockt die Gegner und nee, ist klar. Zieh mal den Aufmerksamkeit auf dich. Eben ganz kurz, damit ich irgendwie Waffe beziehen kann. Hab ich. Also ich hab dich. Alter, ganz, der hat mir ins Gesicht gewichst, der Lüge. Granate? Nein. Ah, so kann man schnell die Waffen wechseln. Badadadadadada, aua. So, Fat Boys sind glaube ich sogar schon leer, ja. Und jetzt. Der Wichser! Wow. Ich seh nix. Ich seh auch nicht wirklich viel. Nee, jetzt kommen wir schon zusammen. Wir sehen nicht viel, also vielleicht sind wir zusammen irgendwann. Ah. Also ich bin schon. Unterschätze Gegner ein bisschen vielleicht. Hoffe, sie sind ja so schnell. Hallo, es ist eine halbe Krake, Alter. Hast du nicht gesehen hier in der Werbung? Seit wann sind Kraken auf Land so schnell? Hast du nicht die Werbung gesehen hier von diesen allen? Wie heißt noch, wo du die Köpfe ändern kannst und die Viecher und so? Was ist das für eine Krake da? Ist er tot? Ja! Super gemacht! Glaube ich, also ist nicht mehr da. Das heißt nicht zwingend, dass er tot ist, aber gut. Nein. Sagen wir einfach mal, der ist tot, ja?